Sind Zellen von Parasiten befallen, tritt der Leukozytenlegionär an. Seine bevorzugte Technik? Die kranke Zellen zerstören. Bei Parasiten wie diesem Wurm kommt die Spezialeinheit, die Eosinophile. Folgen Sie uns bitte möglichst unauffällig. Und dann gibt's da natürlich noch die Eliteeinheit der T- und B-Lymphozyten. Die drücken eine Weile die Schulbank im Knochenmark. Und dann, sobald sie ausgebildet sind, übernehmen sie bei Krankheiten das Kommando über die Truppen. Neutrophile zur Verstärkung der linken Flanke! Die Leukozyten erinnern sich an jeden Feind, was nützlich ist, falls er wieder auftauchen sollte. Ach, ich erinnere mich. Diese verdammten Windpocken, das war ein wahres Schlachtfeld. Ihr seht also, jede Menge Profis sind bemüht, den menschlichen Körper vor Schaden zu bewahren. Ups, sieht ganz so aus, als hätte ich mich mit einem besonders effizienten Immunsystem angelegt.